Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen habe ich hier ein Video veröffentlicht, dass die Elektro GmbH mit Jan Kaas und Jan Runkel hier in Bremen Ladesäulen aufbaut, AC-Ladesäulen. Und heute ist es soweit. Das ist jetzt irgendwie 10 Tage später und heute ist die große Eröffnung. Und wir haben hier richtig Prominenz da. Die Bremer Senatorin für, was ist sie eigentlich, Wirtschaft, Umwelt, Familien, Soziales, alles. Maike Schäfer ist heute hier und die Nau GmbH ist heute hier, um Grußworte zu sprechen und noch ein paar andere Gäste. Und ich werde jetzt das erste Mal hier laden. Die Säulen sind, glaube ich, seit gestern oder vorgestern online. Und ich probiere das mal aus. Ich habe ja meine Maingau-Karte dabei, sind ja mein Kanalsponsor, die mir die Ladung hier bezahlen. Also, erstmal reinstecken. Und dann freischalten. Bitte autorisieren. Charging. Klack. Also, das ging jetzt innerhalb von einer Sekunde. Ich weiß nicht, warum Ionity immer eine Minute braucht. Aber egal, Hauptsache läuft. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, hier ist jetzt Herr Konrad Hammer von der Nationalen Leitstelle für was? Die Nau GmbH. Ladeinfrastruktur. Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur. Alles klar. Von der Bundesregierung quasi initiiert, um ja, die Ladeinfrastruktur in Deutschland voranzubringen. Und hier sind wir jetzt in Bremen bei der Einweihung von den Elektroladesäulen, dem ersten AC quasi Mini-Ladepark hier in Bremen. Und wann haben Sie von der Idee erfahren? Ja, ich habe natürlich von der Idee erfahren über unseren Projektträger, der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistung, denn wir haben dieses Projekt ja hier gefördert. Und da kriegen wir immer regelmäßig Berichte, was so für Projekte in Deutschland quasi realisiert werden. Und da habe ich von dem Projekt vor 3 Wochen erfahren, dass das hier umgesetzt wird. Ja, und wie finden Sie das, dass sowas hier von so einer kleinen, von so einem Start-up jetzt initiiert wird? Ich finde dieses Projekt super. Vor allen Dingen kommt hier dieses Förderkonzept, was wir aufgesetzt haben, direkt an. Ja? Und es gibt hier 2 Win-Situationen für mich. Zum einen werden junge Unternehmen, wird hier mit jungen Unternehmen der Markteintritt erleichtert. Und an zweiter Stelle kriegen wir hier innerstädtische Ladehubs, dass dort geladen werden kann, wo sowieso die Autos stehen. Sie haben ja dieses 1000 Ladeparks oder Schnellladeparks-Programm auch aufgelegt. Sollten Sie nicht auch mal drüber nachdenken, so eine Art 10.000 AC-Mini-Ladeparks in Innenstädten-Programm aufzulegen? Gerade das ist ja ein Modellcharakter hier. Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Wir haben auf der einen Seite dieses High-Power-Charging-Programm Deutschlandnetz aufgelegt, womit wir eine Grundversorgung im Schnellladebereich sicherstellen wollen. Aber genauso haben wir Förderprogramme wie das Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort oder auch die Bundesförderrichtlinie Ladeinfrastruktur, die übrigens auch über 800 Millionen schwer sind, beides zusammengerechnet. Und damit fördern wir genau solche Projekte wie hier. Also wir haben nicht nur diese High-Power-Charging-Ladeinfrastruktur, sondern auch solche Ladeinfrastruktur im Förderportfolio. Ja, aber wie erklären Sie sich dann, dass solche Projekte hier so selten sind? Also das ist hier quasi fast schon eine einmalige Sache. Solche Projekte stehen und fallen mit der Kommune oder mit der Stadt vor Ort. Deswegen will ich hier an der Stelle auch nochmal ausdrücklich Bremen loben, dass Bremen das hier so schnell genehmigt und realisiert hat. Denn wir haben eine Vielzahl von Projekten in der Pipeline, von Startups, aber auch verschiedenen Energieunternehmen, die gerne solche Hubs im innerstädtischen Kontext aufbauen wollen, aber schlichtweg nicht die Genehmigung vor Ort bekommen. Und deswegen gehen natürlich solche Projekte nur Hand in Hand mit der Kommune. Und deswegen hoffe ich auch, dass dieses Pilotprojekt auch auf andere Kommunen in Deutschland ausstrahlt. Ja, das hoffen wir auch und ich als YouTuber tue natürlich mein Bestes, dass das auch in der gesamten Elektroauto-Community bekannt wird. Und ich habe ja schon vor 2 Wochen ein Video drüber gemacht, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ja, ich hab's. Und das hat doch ein sehr, sehr positives Echo hervorgerufen. Und ich denke, solche Projekte, die brauchen wir. Und wenn wir bedenken, dass wir in, keine Ahnung, 5 Jahren beim 10-fachen an Elektroautos sind, dann brauchen wir auch die 10-fache Ladeinfrastruktur eigentlich, auch im innerstädtischen Bereich. Dem stimme ich absolut zu. Da sind wir einer Meinung. Super, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, jetzt habe ich hier Maike Schäfer. Ich muss das echt ablesen. Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Freien Hansestadt Bremen. Wer hat sich diesen Titel ausgedacht? Das ist ja der Wahnsinn. Wie kommt man mit so viel Kompetenz zurecht?
Also uns ist Klimaschutz wichtig. Deswegen steht es jetzt auch in dem Titel unseres Ressorts. Aber es als verbindet erstes, als erstes. Ja. Klar, es ist auch die größte globale Herausforderung. Aber natürlich hat, wo bauen wir, wie bewegen wir uns fort, natürlich ganz viel mit Klimaschutz zu tun. Also insofern, ja, bei uns ist auch das Thema Mobilität und Stadtentwicklung, Wohnungsbau mit integriert. Ja, und jetzt stehen wir hier bei der Einweihung des ersten AC-Ladeparks hier für E-Autos in Bremen. Und was halten Sie denn jetzt hier von dieser Idee von den Jungs? Also ich finde das eine super Idee. Erstens lässt es sich extrem schnell umsetzen. Vor 2 Wochen kam die Idee, es hier zu machen. Wir haben ja... Ja, 2 Jahre war das sozusagen. Vor 2 Jahren hatten die Idee, das hier zu machen. Nee, vor 2 Wochen. Es ist wirklich, ich habe gerade gelernt, taufrisch. Auf jeden Fall geht es extrem schnell, weil wir ja keine Baugenehmigungen in Bremen brauchen. Wir haben ja die Landesbauordnung geändert. Wir haben ein Online-Format beim Amt für Straßenverkehr. Insofern geht das von der Idee zur Umsetzung relativ schnell. Und wir haben ja die Problematik in Großstädten, wenn Menschen ein Elektroauto haben, dass nicht überall lange Kabel vom Haus zum Auto gelegt werden können. Deswegen brauchen wir mehr Ladesäulen in dem öffentlichen Raum. Und das ist hier heute ein super Startschuss und soll ja weitergehen in anderen Stadtteilen. Es soll ja mindestens noch 9 Standorte geben dieses Jahr noch und die Entwicklung muss ja noch viel weitergehen. Ist es denn auch quasi in Ihrem Sinne, dass jetzt hier auch stadtweit, nicht nur Bremen, aber auch Bremerhaven, hier diese Infrastruktur entsteht? Weil eigentlich wollen Sie die Autos ja raus aus der Stadt haben, oder? Ja, aber wir werden hier trotzdem immer Autos haben. Also, dass wir weniger Autos haben wollen, ist klar. Ich glaube, das wird auch der Trend sein. Aber natürlich wird es Autos auch weiter in Städten geben. Und dann ist es natürlich schon wichtig, dass sie klimafreundlich, umweltfreundlich angetrieben werden. Und da ist eben das Ziel für Bremen bis 2030, wenn man das umsetzt, was im Koalitionsvertrag drin steht, dann bedeutet das 75.000 Elektroautos und das braucht eine Infrastruktur. Und insofern, ja, das ist heute hier so ein bisschen Kick-off, aber es muss eben in alle Stadtteile auch ausgeweitet werden. Genau, ich glaube, das wird auch noch weit übertroffen, weil wir haben jetzt in Bremen ungefähr 292.000 zugelassene Pkw und gerade mal momentan 6.500 Autos mit Stecker in der Stadt. Und ich denke, bis 2030 ist diese 72.000 Zielvorgabe wahrscheinlich weit übertroffen, vermute ich einfach mal. Aber davon abgesehen, in den Niederlanden ist es zum Beispiel so, also gerade auch für Leute, die eben nicht im eigenen Einfamilienhaus wohnen, die in einer Stadt wohnen, zum Beispiel Amsterdam, einer Großstadt, da ist halt die Elektroautodichte viel, viel höher als hier zum Beispiel in Bremen. Ich will gar nicht von Norwegen sprechen, aber alleine die Niederlande. Da ist es so, wenn jemand sich ein Elektroauto kaufen will und im Umkreis von so und so vielen Kilometern um seinen Wohnort oder um die Straße, wo er wohnt, ist keine Infrastruktur, kann er bei der Kommune einen Antrag stellen und dann sorgt die Kommune dafür, dass in seiner Umgebung eine Ladeinfrastruktur aufgebaut wird von der Kommune. Aber Bremen überlässt das alles der Wirtschaft und dem freien Markt. Ist nicht dieses kommunale, diese Aktivität auch von der Stadt Bremen vielleicht eher so ein Ding, was man braucht? Also es ist ja nicht nur Bremen, will ich jetzt mal so sagen. Aber wir sind hier in Bremen, aber es ist, also ich will erstmal was sagen, dass andere Länder weiter voran sind. Das hat was damit zu tun, dass die deutsche Automobilindustrie ehrlicherweise den Trend auch lange verschlafen hat. Ja, da ging der Trend zu großen SUVs, alles irgendwie Verbrennermotoren und eben nicht zum Elektroauto. Und das ist gut, wenn jetzt der Trend umgekehrt ist. Wir haben auch lange das Henne-Ei-Problem gehabt. Kaufe ich mir ein Elektroauto, wenn die Ladeinfrastruktur da ist oder umgekehrt, muss erst die Ladeinfrastruktur da sein. Ich glaube, dass das jetzt deutlich wird, der Trend ist da zum Elektroauto. Viele Leute kaufen sich keinen Verbrennermotor mehr und dann brauchst du eben auch die Ladeinfrastruktur. Klar können Kommunen auch was machen, das ist aber natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Insofern ist es schon auch gut, wenn es private Anbieter gibt, wie hier. Wir unterstützen das ja, indem wir total schlanke Genehmigungsverfahren machen. Wenn unser Haushalt besser ausstaffiert wäre, wäre das sicherlich auch etwas. Da können wir vielleicht mit Amsterdam auch nicht wirklich mithalten. Aber ich sehe es eher auch so, dass es eine Bundesförderung braucht, wenn der Bund Vorgaben macht, wie viele Elektroautos er gerne haben möchte. Da muss er auch für die Ladeinfrastruktur mitsorgen und dann heißt es auch, dafür Förderprogramme aufzusetzen. Ja, super. Vielen Dank für das Statement. Ja, sehr gerne. Hallo Jens. Moin. Und hier ist jetzt Ralf Müller-Eberstein. War's richtig?
Ja, genau, von IBI. Ralf Müller-Eberstein von IBI. Ihr seid die Hersteller dieser abgefahrenen Ladesäulen. Kommt aus Berlin, ne? Ja, genau. Heute angekommen. Super. Freut euch bestimmt total, dass jetzt hier fünf von euren Säulen stehen. Ja, habt ihr denn noch mehr Standorte, wo diese Dinger schon aufgehängt sind in Deutschland? Ja, im Prinzip ist das mal aus einem Projekt entstanden, wo wir bestehende Infrastruktur nutzen wollten mit einem Laternenlader. Und deswegen ist auch die Form so, wie sie ist. Wir waren da sehr früh vor ein paar Jahren mit diesem Projekt und haben tatsächlich jetzt geschafft, relativ viele Städte damit schon zu begeistern, dass sie diese Ladepunkte einsetzen. Und im Prinzip kriegt man diesen Ladepunkt als Wallbox, als Laternenladepunkt und eben hier an der Stele freistehend montiert. Ja. Und in Dortmund stehen schon eine ganze Menge von genau diesen Ladern jetzt rum. Die haben 300 okay. Stück installiert. 300 schon, ja super. In der Stadt, aber direkt an Masten, also an Leuchtmasten. Ja. Und die meisten Partner, die wir aber haben, also Betreiber in der Regel, die nutzen die eben im halböffentlichen Raum, so auch wie hier mit so einer Zähleranschlusssäule und verbauen die als Doppel- oder Einzelstähle oder eben als Wallbox. Ja, super. Also das heißt, das ist im Prinzip so ein Laternenparkplatz, den ihr hier anbietet. Und kannst du was zu den Preisen sagen von so einer Säule? Wo geht das los? Also im Endeffekt hoffen wir natürlich, dass irgendwann mal so ein Laternenladepunkt für deutlich unter 2000 Euro an so eine Wand kommt, ne? Weil die Investkosten sind natürlich ein Teil, aber die Gestehungskosten natürlich und die Installationskosten sind nicht unerheblich. Ne? Also wenn man als Endnutzer sowas haben möchte, eichrechtskonform mit integriertem Lastmanagement, muss man 2500 Euro anlegen für einen so einen Ladepunkt. Mhm. Ne? Und dann geht es weiter, dass man sagt, okay, ich möchte eben eine Stele haben. Oder den eben an einem Mast befestigen. Ne? Ja, super, aber 2,5, das lässt sich ja darstellen. Wenn man bedenkt, dass diese Ladesäulen, die SBB hier verbaut hat, das sind diese großen Säulen, da kostet eine ja um die 20.000 Euro, wenn man sich die installieren lässt. Das ist ja fast das Zehnfache von denen. Ja, wir sind auch wirklich hinterher zu sagen, lieber viele kleine Ladepunkte als einen großen. Genau. Ne? Man kriegt halt deutlich mehr Ladepunkte fürs Geld. Und im Prinzip hat man schon die Möglichkeit, wenn man ein bisschen mehr plant, ne, weil am Ende so ein Ladepunkt oder auch zwei, das lohnt sich nicht. Ne? Und wenn man dann sagt, man will wenigstens 3, 4, 5 Doppelstelen, Doppelladepunkte hinstellen, hier sehen wir ja diese 4 Doppelsäulen, ja. Dann hat man schon die Möglichkeit, viel Geld zu sparen, wenn man sowas so umsetzt mit einer Zähleranschlusssäule und das nicht direkt auf den Netzanschluss hängt. Ja. Genau sowas brauchen wir auf den großen Parkplätzen, sei es hier zum Beispiel in Bremen beim Weserpark oder in der Waterfront oder bei irgendwelchen Kaufhäusern in der Peripherie oder auch in der Innenstadt an der Bürgerweide, wo ganz viele Parkplätze sind. Da ist immer so diese Angst, ja, aber das kostet so viel Investition. Ey Leute, guckt euch das an. Ihr habt hier eine Doppelsäule, 2 Ladepunkte für 5000 Euro. Die könnt ihr euch hier installieren, auch auf den Parkplätzen. Und davon so 10 Stück pro großen Parkplatz ist so das Minimum. Und dann so über die Jahre immer weiter verdoppeln, ja, dass wir irgendwie in 5 Jahren, keine Ahnung, hunderte von diesen Säulen in der Innenstadt stehen haben. Und das rechnet sich dann am Ende auch, weil der Strom wird ja auch bezahlt und da können ja die Betreiber auch davon profitieren. Und gerade wenn die Investitionskosten nicht so hoch sind wie hier, ist das doch eine Win-Win-Situation. Die Elektromobilität gewinnt und die Betreiber gewinnen. So muss es eigentlich sein. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da auch sehr hinterher. Ne? Und die Erweiterbarkeit ist klar. Das Lastmanagement ist integriert. Das heißt, wenn man an so einem Standort sagt, da kommen noch 10 Stück dazu, dann hat man eigentlich mit dem, wenn man das ein bisschen ordentlich vorrüstet, kein Problem, das zu realisieren. Und am Ende ist ja die Stadt auch gewillt, demjenigen, der eben auf der Straße parken will, also dem typischen Laternenparker, auch eine Wallbox irgendwie mal nahe zu bringen. Ne? Und das ist eigentlich dann die beste Lösung, um preiswert Ladeinfrastruktur aufzubauen und in die Fläche zu gehen. Weil diese typische Bürgermeisterladesäule, die irgendwo mal steht, das braucht kein Mensch mehr. Und die Infrastruktur muss einfach jetzt massiv ausgebaut werden. Genau. Und euer Lastmanagement ist halt auch so der Clou bei der ganzen Sache. Ich höre auch immer wieder, ja, aber wir haben ja keine große Anschlussleistung. Wir können ja gar keine Säulen hinstellen. Wir haben hier nur 50 kW oder noch weniger, 20 kW. Aber wenn ihr 20 kW Anschlussleistung habt, dann könnt ihr hier 4 Säulen hinstellen mit 22 kW theoretisch. Und die
die managen die Last, ja. Also dann könnt ihr hier 4 Autos anschließen, dann haben eben alle nur 5 kW, aber sie können immerhin laden. Also das ist doch eine super Lösung, finde ich klasse. Ja, danke Ralf, hat mich total gefreut und die Links zu deiner Firma, die tue ich in die Videobeschreibung unten. Ja, vielen Dank. Wenn ihr euch dafür interessiert, gibt ja auch Leute, die Unternehmen haben, für einen Parkplatz mit Säulen mit Lastmanagement bei euch zu installieren oder wenn ihr von der Kommune seid und sowas sucht, Links wie gesagt in der Videobeschreibung. Vielen Dank Jens für das Gespräch. Ja, ihr habt gesehen, hier war echt großer Bahnhof heute und es waren so ein paar interessante Statements zu hören. Was mich vor allem gefreut hat, ist, dass Bremen jetzt hier richtig Gas geben will und dass hier auch die Genehmigungsverfahren verschlanken. So muss das auch sein, denn so geht es jetzt hier nämlich voran und dann dauert es vielleicht wirklich nur 2 Wochen irgendwann, wie Maike Schäfer gesagt hat. Das hier hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wie wir auch schon im ersten Video gesehen haben, wenn ihr euch erinnert. 2 Jahre statt 2 Wochen. Aber der Aufbau dieser Säulen, das war wirklich fix und vom Aufbau bis zur Online-Schaltung, das hat wirklich nur 2 Wochen gedauert. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, dieses Video. Ich muss noch kurz zur Seite treten, kommen hier Fahrradfahrer. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.